So, liebe Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Soda Dungeon 2. Wir sind hier in Level 900 angekommen. Du bist also spät dran, aber komm herein. Interesse an einem Hotdog? Nur leicht verbrannt. Der 12.666 das Leben. Ich habe auch ein paar Burger anzubieten. Oh, du willst das mit dem Kampf nach wie vor durchziehen? Nun, ich will hier niemanden enttäuschen. Ich kann nicht zulassen, dass meine Fertigkeiten vergeudet werden. Du bist ja schon ziemlich arrogant und ich kann nicht zulassen, dass ich einroste. Schreiten wir zur Tat. Was mir gerade auffällt, ich glaube, die kann das machen. Ich glaube, die unten rechts hat das mit dem Mana-Punkt erinnert. Alter, wir haben zwei Gegner. Sehr widerlich. Okay, die Frage ist, wer macht was? Ich glaube, ich kenne erstmal das hier. Ich glaube, das ist eine gute Option. Was ich aber brauche, ist für Mana. Und zwar sehr viel Mana. Sie vergiftet? Nein. Genau, der regeneriert nämlich Mana. Das ist sehr gut. Flut. Pyroblast. Ist tot, okay. Ja gut, wir hatten auch noch nicht ganz so krasses Equipment. Aber wir sind immer noch zwei Leute, das passt schon noch. Noch haben wir, noch ist okay. Aber wir heilen irgendwie gar nichts, ne? Weil wir keinen magischen Angriff haben. Aua, tot. Gut, dann lassen wir den Autokampf weitermachen. Sind hier also nicht stark genug für Level 900. Weil, okay, das Equipment ist auch, ich glaube, das ist mein vierter Run, glaube ich, in der Dimension. Equipment ist noch nicht da. Na, sieht man ja hier auch, dass sie so einen hässlichen Froschschild haben, keinen Sternedelstein, den wir in der Regel immer haben, der uns extrem viele Stats dazu gibt. Aber sie geht tatsächlich auf den Boss gehen, interessant. Sehr interessant. Ja. Sehr spannend. So, Grimwüste gerne erstmal Level Up, nochmal Level 40 plus 5% Angriffsdauer, das ist wichtig. Die Diebin kriegt Level 39 plus 5 Angriff, naja, ist okay, ist nicht so wichtig. Jägerin bekommt Level 37 plus einen Gegenstand finden, aber leider meine Heilerin immer noch nichts. Sehr, sehr interessant. Schädel klingen leider immer noch, hier fehlen immer noch hier, haben wir schon wieder so einen Edelstein bekommen, so einen Sternedelstein. Sehr gut, sehr gut, es fehlen auch aber noch ein paar. Sonst können wir da nicht weitermachen. Wir haben wieder neue Quests, sehr gut. Früher habe ich unzählige Kronkorken gesammelt. Nach dem Öffnen von ein paar tausend Demos verliert es jedoch seinen Reiz. Ich möchte mich davon trennen für den richtigen Preis. Interessiert? 1500 Essenz geben für 100 Kronkorken. Pff. Ja, ist kein so geiler, die finde ich. Kampf 8 Demos haben wir fertig, 20.000 Gold. Und gibt 1000 Kampfpunkte aus, nochmal 20.000 Gold. Pff. 100 Kronkorken dafür? Naja. Das kann man sich mit den 100 Kronkorken schönes kaufen. Hier brauche ich leider 300, das ist schade. 500. Beinhaltet einen permanenten Dungeon Gold von 10%. Nicht nur das hier. Nee, tatsächlich das, was ich, das hier, worauf ich das nächste sparen möchte. Die Geschwindigkeit verdoppelt in den Kämpfen. 500 Millionen Gold. Ja, ist etwas teurer, das stimmt tatsächlich. Lass mich mal ganz kurz gucken. Lass mich die noch mitnehmen, oder? Und nehmen wir die zweimal mit plus eine Heilerin. Für die Arena. Dass wir uns da 100 Essenzen mitnehmen. Ziehen wir mal rein. 150 gibt es auf Level 9. Guck mal. Ob wir das hin... Oh, okay, macht er schon. Ja. Wir haben halt immer noch diese Schadensreflexion. Oder gehen dann die Schadensreflexion. Ich kriege 16 Schaden. Kannst du ihn einfach mal killen? Weil der hässliche Klingenkämpfer. Ding, ding, ding. Wie mal alle ausweichen. Was ist falsch mit euch? Und sobald er kein Mana hat, geht der nächste halt los, ne? Mit dem Mana. Sollte also eigentlich funktionieren, sonst easy 100 Essenzen. Hoffe ich, denke ich. Bin ich dafür. Genau, markier den anderen, damit du den anderen killen kannst. Aha. Ich muss die Werbung noch deaktivieren. Ah, nervig. Habe ich immer automatisch an wegen Geld bekommen. Achso, die braucht die Waffe, war für diesen Skill. Kannst du aufhören, die zu markieren und einfach mal anzugreifen? Ah, manchmal sind die KIs einfach nur hohl. Natürlich bin ich vergiftet. Beim Gegner klappt es ja niemals, aber immer bei mir. Endlich.
Sehr gut. 397er Crit. Ah, witzig. Die Crits sind echt heftig mittlerweile. Genau, greift einfach an, einfach angreifen, hopp, hopp. Wir müssen auch noch als Achievement ein Skript erstellen. Das können wir gleich mal übernehmen. Müssen wir uns einfach gleich mal ein Skript reinziehen. Kannst du auch willst du erkennen, unfähiges Stück? Alter. Danke, danke. Oh, das war's schon. 100 Essenzen wieder. Nice. Wir sind jetzt bei 460. Ja. Damit können wir uns etwas... Ja, gute Frage. Was machen wir höher? Ich glaube, wir machen erstmal hier das hier höher. Es gibt tatsächlich keine Begrenzung für die physische Verstärkung. Wir können hier 25%. Das finde ich nicht verkehrt. Mehr Kritz. Ist auch Maximum, ja. Perianzen brauchen wir gerade nicht. Mehr Gold finden jetzt auch nicht so relevant. Mana-Punkte pro Relikt-Level. Nee, alles nicht so gut. Mehr Angriff. Pff, weiß ich nicht. Schadensreflexion. Ne, die Klassenrelikte brauche ich halt noch. Ja, ansonsten würde ich dann erstmal sagen: Chance noch ein bisschen höher. Um 0,4%. Wir haben 3, 4 Briefe sogar insgesamt. Auf deinem Weg nach oben. Kannst du auf dem Weg etwas Ketchup besorgen? Meine Flasche ist letzten Monat abgelaufen. Da ist auch Essig drin, also ist es wahrscheinlich in Ordnung. Aber ich befürchte, dass der Geschmack nicht mehr so gut sein wird. Dimensionsbriefe. Ich hatte vor, die dunkle Herren zu meiner Grillparty einzuladen. Natürlich nur auf freundschaftlicher Basis. Aber mir wurde klar, dass ich keine Ahnung habe, wie man Briefe in eine andere Dimension schicken kann. Ich habe nicht nur den Zauber geklopft, aber er hat nicht geantwortet. Also dachte ich, ich schreibe dir einen Brief, um mich darüber zu beschweren. Limo, dann Dungeon. Ich habe die ganze Zeit gegrübelt, aber ich bin ratlos. Warum Limo? Abenteuer und Schätze verstehe ich, aber es scheint, dass jede Stadt, die ich besuche, ausschließlich auf der Produktion und dem Verbrauch von Limo basiert. Ich sehe den Zusammenhang einfach nicht. Apropos Limo, kannst du zur Party einen 6er-Pack mitbringen? Ich habe das Zeug ehrlich gesagt noch nie probiert. Alles klar. So, kann ich auch was machen? Kann ich was freischalten? Nee, wa? Ah, okay. Pff. Kann man das alles mal freikaufen, würde ich sagen. Kauf doch mal. Schicke Deko. Ja, okay. Also sind schon 10.000. Oh, jetzt brauche ich Gold dafür sogar, majestätisch. Alles klar. Die Tische sind noch normal. Schick. War es normal? War schick. Ich glaube, das müssen wir nur insgesamt einmal machen. Ich denke nicht, dass wir das pro Dimension neu machen müssen. Das halte ich für unwahrscheinlich. Ein Holzboden für 10.000. Holz 2. Für 10.025. Fliesen für 15.000. Kann ich die nicht alle kaufen? Das ist ja voll ätzend. 25 Steine. Hier brauchen wir wenigstens das Zeug für irgendwas. Das habe ich eh genug. Solange ich meine Kronkorken nicht aus Versehen nutze. Oh, jetzt brauche ich Blut dafür. Gut, dann nehmen wir das erstmal so mit. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus. So, Krankenschwester ist Level 46. Brauchen noch 4 Level fürs Klassenrelikt. Dann werde ich wahrscheinlich mit 6 Krankenschwestern zum Typen hinrennen. Aber erst einmal muss sie weiterkämpfen. Jägerin, Dieben, Dunkelmagierin, Krankenschwester, noch eine Krankenschwester. Und es fehlt noch die da. Die Mystiker. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon 5 Gegenstände. Ich habe 5-mal diese Sterndinge da drin. Sehr nice auf jeden Fall. Gibt ordentliche Stats dazu. Aber für 49.000 Gold kann ich theoretisch 134 Essenzen kaufen. Möglich wäre es, aber wir haben jetzt fast schon alles gekauft, muss man sagen. Ich bin jetzt gerade dabei, das nächste Tier hochzumachen. Danach können wir uns vielleicht noch eins kaufen, schauen wir mal. Ansonsten habe ich mit Geld wirklich tatsächlich alles gemacht, was ich machen wollte. Wir können natürlich hier bei Verbesserungen, bei Kaufen erstmal. Grüne Schmiedekristalle für 25.000 und nochmal blaue Schmiedekristalle. Und die können wir aufrüsten. So, ich weiß gar nicht, was wir sonst so an Waffen haben. Die antike Äxte. Viermal tatsächlich antike Axt. So, wo ist das höchste Level? 2 ist das höchste Level. 6, machen wir 6. Ach, komm schon. Okay, 6, 5 und nichts. Achso, die haben wir wahrscheinlich, das war. So, müssen jetzt alle ein ziemlich hohes Level haben.
Ja, Klinge der Tugend ist gerade mal Level 3. Diese Schilde finde ich noch ganz cool, die aufzuleveln. Kriegen die mehr... Oh, hier kriegen die tatsächlich mehr Angriff dazu. Sehr schön. Ja, Froschschild. Was ist denn sonst noch so? Die Flügel, was haben wir die für eine Rüstung? Gewährt, ah, guck mal, die Ossi-Rüstung ist, dass wir diesen Skill haben. Dunkle Flamme. Plus 1% Schadensminderung, warum nicht? Nehme ich doch mit, ist doch kein Ding. Wie viel habe ich eigentlich von diesen blauen Dingern noch? Oh, Garke doch da. 20 Stück nur noch, naja. Aber wir haben jetzt ordentlich Stats dazu bekommen. 903.000 Gold haben wir immer noch. Das heißt, wir können theoretisch für die 129 Essenzen reingehen. Und das kloppen wir nochmal in mehr kritische physische Angriffserhöhung. Das sieht aber so gerade aus. Okay, machen wir mal Crit-Chance. 3,3% Crit-Trefferchance dazu. Aber was haben wir hier noch? Erhöht das Level von Gegnern 30 Mal. Danke sehr. Immer ein fauler Herausforderungsteil, pipapo. Wir haben auch gar nicht mehr so viele Quests zu machen. Wir sind ziemlich am Ende. Wenn man hier mal reinguckt. Nope. 40 von 44 Quests, 13 von 25 Relikte. Ja, das sind schon interessante Stats. Ausgeteilter Schaden, erlittener Schaden, verteidigte Angriffe 0. Aber ich ja nie verteidigen nutze. Krankenschwester immer noch. Kampfpunktreisen insgesamt gerülpst und geschlürft. Ja, gut. Okay, meine Freunde. Danke ich mal wieder fürs Zusehen. Sehen uns in der nächsten Folge wieder von Soda Dungeon 2. Dann höchstwahrscheinlich mit genügend Power, um die 900er Stufe zu killen. Ich gehe davon aus, wir werden uns in der 900. Stufe wiedersehen und dort weiter kämpfen und erstmal gegen den Boss gehen. Wahrscheinlich neue Dimensionen und so weiter. Und ja, bis dahin. Ciao, Leute.